Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir sind ja in den letzten Folgen in die Sky Gear Station eingebrochen. Mit Gewalt natürlich. Und haben dort dann diverse Hybriden zerlegt. Und haben danach dann erfahren, dass es noch einige Protoss auf dieser Station gibt. Wir haben in der letzten Folge auch die Evolutionsmission für die Mutalisken gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es denn auf der Sky Gear Station weitergeht. Narut ist ein uraltes Wesen, das über gewaltige Macht verfügt. Er wartet tief im Inneren des Labors auf dich. Einer von euch wird sterben. Sieh zu, dass es dieser Hurensohn ist. Okay, Gespenster der Leere heißt die Mission. Und unser Hauptziel ist, töten Sie Narut. Das wird mit Sicherheit nicht ganz einfach. Als Belohnung bekommen wir dafür 4 Machtpunkte für Kerrigan und haben die Möglichkeit, 3 weitere Machtpunkte für Kerrigan zu holen. Und wir bekommen den Ultralisken. Das ist eine schwere Angriffseinheit, die Bodenziele mit einem Flächenangriff angreift. Also wäre also eigentlich perfekt gegen Zerklinge. Oder eben auch Berserker der Protoss. Auf jeden Fall schauen wir uns die Mission mal ganz genau an. Und wie immer haben wir einen formschönen Ladebildschirm, der, ja, das sieht doch schon ziemlich Protoss-mäßig aus, irgendwie, diese Kristalle und so. Ich denke, wenn jetzt dann auf Naruts Verbündete die Protoss treffen, denke ich mir mal. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall, wenn wir unseren Tipp durchlesen, dann ist Stukov der Einzige, der die Xel'Naga-Tempel deaktivieren kann. Falls er stirbt, wird er in der Nähe einer ihrer primären Brutstätte wiederbelebt. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier Stukov als Heldeneinheit, so wie es aussieht. Oh, da bin ich nochmal schwer gespannt, was da kann. Ist das jetzt wieder nur eine Einzelheldenmission? Oder haben wir doch ein bisschen Basisbau? Weil eigentlich ist unser Hauptziel ja, dass wir diesen Narut töten. Da muss es doch irgendwie Basisbau geben eigentlich. Würde ich mal so meinen. Werden wir auf jeden Fall dann gleich sehen, sobald der Ladebalken durchgelaufen ist. Er beeilt sich gerade schon, wie wir sehen können. Jetzt muss er erstmal kurz verschnaufen wieder. Und jetzt wird er sich wahrscheinlich gleich wieder weiter bewegen. Na, komm schon. Beweg dich. Ui, jetzt hat er aber einen ganz schönen Satz nach vorne gemacht. Und wir beginnen. Monstrositäten sind in das Heiligtum eingedrungen. Protoss. Diese Taldarin bilden Naruts Reserve. Es sind seine beste Truppe. Der letzte Kampf naht. Was für eine Schande. Dieser Ultralisk hätte nützlich sein können. Stukov-Organismus versteht falsch. Tod irrelevant. Nur Essenz wichtig. Ultralisken wiederhergestellt. Ultimatives Symbol für Schwarmevolution. Wir müssen einen Standort für unseren Schwarmcluster sichern. Dann kümmern wir uns um Narut. Ah, okay. Wir haben also quasi jetzt zunächst mal eine kleine Heldenmission. Und dann beseitigt diese Fanatiker. Beseitigen wir diese Fanatiker. Und dann haben wir unsere Aufbaumission mit Basisbau und allem drum und dran. Hier oben. Ich gehe jetzt erstmal hier oben hin. Wenn hier schon irgendwann sonst nichts zu sein scheint. Schauen wir uns mal an, ob es hier oben vielleicht nicht doch schon den ersten Machtpunkt für Kevin geben könnte, aber ich glaube es fast nicht. So, schauen wir uns dann auch gleich mal noch Stukov an. Was kann der denn? Ätzende Explosion. Fügt der Zieleinheit oder dem Zielgebiet 200 Schaden zu. Zusätzlich erleidet das Ziel 5 Sekunden lang erhöhten Schaden. Ja, ist nicht schlecht. Für solche Terraner erschaffen.
Ich habe 4 verseuchte Terraner. Verseuchte Terraner bleiben 30 Sekunden lang bestehen. Hat eine Regenerationsaura, das finde ich sehr schön. Und das ansonsten macht er 30 Schaden, was jetzt nicht verkehrt ist. Deine Königin lauscht. Ganz gut. Kerrigan kann wie immer das gleiche machen, zwischen 47 Schaden. Ich werde Vergeltung üben. Was ja schon recht ordentlich ist. Die beiden Ultralisken haben jeweils 500 Lebenspunkte. Damit lässt sich doch schon mal was anfangen. Ich probiere jetzt erstmal. Moment, Dukov, du gehst mal kurz hier nach unten. Und dahin, dann schaffst du mal diese 4. Gleich mal da rein. Bin ich ja mal gespannt. Was ist es diesmal? Ja, die schaffen es natürlich nicht, die Tal'Darim zu töten. So, werfen wir gleich mal kurz die Heilung an, damit wir alle wieder fit sind. Wir müssen unbedingt relativ schnell diese 2 Kanonen ausschalten. Die haben 300 Lebenspunkte insgesamt. Na gut, das sollte doch zu schaffen sein. Dieser Planet gehört mir. Denn hier die 300. Und Stukov, du machst das mal kaputt. Einmal Heilungen werfen. Dann geht es auch gleich viel besser. Wir passen uns an. So. Damit haben wir dann gleich schon mal den Platz für unsere Basis freigeräumt. Was natürlich sehr schön ist. Warum würde Narut dieses Labor auf einem Xel'Naga-Tempel bauen? Du weißt überhaupt nichts über die Xel'Naga! Narut treibt eine Nullzone auf dich zu. Sie wird dich bei der leichtesten Berührung umbringen. Diese Tempel verstärken seine Macht. Stukov, geh zu den Tempeln und vernichte sie. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ah, okay. Das heißt, Kerrigan ist es erstmal außer Gefecht gesetzt. Und wir haben hier dann quasi Stukov als Heldeneinheit. So, wir müssen natürlich möglichst schnell der erste Tempel dahin. Befindet sich hier. Dann wollen wir ihn mal zerstören. Beeilt ja, euch. Bitte. Die Nullzone bewegt sich auf mich zu. Ja, ja. Wir sind ja schon dabei. Ich schaffe noch kurz eine Schwarmkönigin. Die nehme ich dann noch mit. Behalt immer einen klaren Kopf. Und dann sollte das eigentlich alles gar kein größeres Problem sein. So, ihr sammelt mal fleißig. Moment, du gehst mal hin. Was haben wir denn hier? In eine Ultraliskenhöhle. Brutschleimpool. Aber noch keine Evolutionskammer. Die machen wir gleich mal hier hin. Na komm schon. So, das sollte doch eigentlich reichen, um ja, ich verstehe. Das hier zu vernichten. Vorwärts. Bewegung. So ist doch gar nicht so, ist das doch gar nicht schlecht. So, und ihr versorgt die Terraner, ihr lauft mal darunter. Energie in diesem Tempel, aber das wird seine Zeit dauern. Ihr wagt es, den Schein unseres Gottes zu schänden? Wir werden euch zerschmettern! Ich muss mich konzentrieren, aber ich kann meine Kräfte weiterhin für den Kampf einsetzen. Na gut, immerhin. Das heißt, wir müssen den auch erstmal noch verteidigen hier. Ein Hybrid nähert sich. Was ist das? Ist das ein Hybrid? Das ist Narut.
Ja, wie, der nähert sich. Ich kann doch noch gar nichts bauen. Ich brauche zunächst mal noch eine Schabenhöhle. Ich kann die ätzende Explosion einsetzen, um durch die Rüstung dieses Hybriden zu dringen. Und ich brauche auf jeden Fall noch, Moment, ich brauche auf jeden Fall noch einen Hydralisken-Bau. Der erste Tempel hat sich deaktiviert. Exzellente Arbeit, Stukov. Ich kann fühlen, wie Laruts Kraft nachlässt. Erfolg, aber nur für den Moment. Wir müssen so. Die anderen Tempel deaktivieren. Ich muss vor allem jetzt erstmal zurück. Auf jeden Fall. Ach, du Schreck. Ich habe ja gar keine Arbeiter, die Gas sammeln. Braucht man gleich mal noch ein paar. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall mal Schaben bauen. Bauen wir doch gleich mal 4 Stück. Brauchst du etwas? Stukov, ich spüre Kristalle, die Narut verwendet, um rohe Psi-Energie zu lagern. Ja, ihre Energie ist schwach. Verborgen nahe dem Tempel. Falls wir genügend Zeit haben, werden wir sie finden und zerstören. Ja, wir werden genug Zeit haben, da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt haben wir erstmal 4 Schaben. Da hätte ich gerne noch einen Schwung Hydralisken. Da kann ich aber leider nur einen bauen im Moment. Na gut, also das Ganze wird doch auf jeden Fall etwas Zeit in Anspruch nehmen. 2 Hydralisken brauche ich auf jeden Fall noch. Dann räumen wir erstmal hier unten auf. Und das könnten wir eigentlich so mit denen auch schon schaffen. Behalt immer einen klaren Kopf. Hoffe ich zumindest mal. Ja, ich verstehe. Gehen wir mal dahin. Vorwärts. So, schon mal einer weniger. Bewegung. Und dann greift an. Na gut, es sind jetzt nicht so wirklich viele gewesen. Ja, Schabdinge, rennt mal dahin. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Wie viele Gegner da sind. Ja, das geht doch eigentlich. Alle ein! Zerstört ihren Schwarmstock! Allein kann sie nicht überleben! Moment. Ich baue auf jeden Fall gleich nochmal 6 Hydralisken und für den Rest mal noch Zerglinge. Ganz meine Meinung. Die Schablinge sollen da einfach mal angreifen. Vielleicht können sie ja sogar einen zerstören. Versuch mal den Pylon anzugreifen. Während ich jetzt auf jeden Fall... Moment, wo ist sie denn? Die Evolutionskammer. Ich würde eigentlich ganz gerne da jetzt mal was upgraden. So, ich könnte natürlich auch direkt mal dahin gehen. Ich glaube, ich gehe zuerst mal hier hin. Sieht auch nicht so super gut verteidigt aus. Wenn ich jetzt, hier jetzt auf jeden Fall erstmal die Geschosse upgrade. Ja, und ich sollte hier vielleicht gleich eine zweite Basis bauen. Schablinge nach vorne. Stukov, du machst mal diesen Klon da nieder. Und gleich nochmal drauf. So, hier ist nämlich die Kanone deaktiviert. Und ja. So, ihr Schablinge, ihr geht mal angreifen, bitte hier hin. Ah, da ist doch schon ein bisschen was mehr. Das heißt, ich gehe vor erstmal wieder zurück. Und hier habe ich eh ein paar Arbeiter zu viel, ein paar Drohnen zu viel.
So, dann baust du auf jeden Fall erstmal einen Extraktor. Und du baust auch mal einen Extraktor. Während du mal hier hingehst und eine Brutstätte baust. So. Vielleicht müsste ich die jetzt eigentlich dann auch entsprechend schützen. Ich hoffe, das kann ich. Oh, Kerrigan verliert wieder an Energie. Okay, gut. Bauen wir da einfach mal noch 4 Schwarmköniginnen. Und dann brauchen wir hier noch 6 Arbeiter. Wovon ich hoffe, dass da jetzt gleich ein paar dann quasi hier übrig sind, mehr oder weniger. Haben wir auf jeden Fall für immer genug Gas. So, ihr drei da rein. Der Rest darf sich gerne hier verweilen. So, 3 von 3. Sehr schön. Helft den Schwarmstock an, solange dort noch Chaos herrscht. Wie Chaos? Ein Schwarmstock? An meinem Schwarmstock herrscht kein Chaos, Jungs. Das kann ich euch gleich sagen. Mal, ist nur die Frage. Ganz meine Meinung. So, so langsam bekommen wir hier doch eine schlagkräftige Truppe zusammen. Aber der Angriff auf den Schwarmstock scheint nicht stattzufinden. Das ist doch okay. Dann nehmen wir... Ah, doch. Dann machen wir gleich mal einen ganzen Schwung Zerklinge. Und auch alle Zerklinge. Ihr greift einfach mal hier an. So, während die Gruppe 1 sich mal hierhin bewegt. Ja gut, es werden wahrscheinlich nicht allzu viele Zerklinge überleben. Aber sie schicken zumindest ein bisschen Chaos. Ja gut, ihr 4 seid beschenkt. Okay. Na, ihr greift lieber mal den Pylon an. Dann könnten ein paar von euch überleben. So, dann machen wir noch den Pylon nieder. Während sich Stukov bitte mal genau hierhin bewegt. Niemand darf den Meister herausfordern! Schnell, vernichte die Protoss! So, greift alle mal den Kristall an. Unser Sieg ist gewiss. Ja, ich verstehe. So, der Kristall lebt leider immer noch. Ah, so ist der Hybride ja gar kein Problem. So, ihr Schaflinge dahin. Und ihr Terraner, ihr Verseuchten. Auch alle mal hierhin. Weil es ist... Ja, die Einheiten sind ja eh quasi... Naja, mehr oder weniger verschenkt. So, zweiter Tempel. Der zweite Tempel ist gefallen. Finde dich so viel du willst. Deinem Schicksal entkommst du nicht. Oh doch. Sehr schön. Das heißt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu speichern. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann hier diesen Kristall holen und den dritten Tempel freilegen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin darf ich mich fürs Zuschauen sehr bedanken. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dabei, wenn wir eben genau das tun werden, den Kristall holen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch was. Bis denn.